Willkommen zu Mathematik. Wir sind bei der Aufgabe 7a und das geht hier um Niveaulinien. Niveaulinien, das bedeutet, dass man die gesamte Gleichung, also dieses zxy, also x² plus y² minus 2y, konstant setzt. Also ich kürze das hier immer mit dem Buchstaben C ab, um Niveau- bzw. Höhenlinien zu bekommen. Wenn man jetzt, sage ich mal, in die z-Ebene möchte, also in die zx-Ebene, dann müsste man y 0 setzen und dann würde man den Rest bekommen, um diese Seitenansicht zu haben. Wir haben es hier halt mit einem dreidimensionalen Gebilde halt irgendwie zu tun und hier können wir sogar sagen, was für ein Gebilde wir es zu tun haben, x² plus y², das sagt nun schon mal aus, dass wir eine Kreisgleichung haben und wir haben hier, wir sehen aber auch, dass das hier nicht durch den Ursprung gehen würde, wäre halt hier nur x² plus y² und dann gleich c, dann wüssten wir, dass der Mittelpunkt genau bei 0, 0 liegt, aber wir sehen hier durch diese minus 2y, dass wir dort eine Verschiebung drin haben und diese Verschiebung können wir durch den Radius bestimmen. Wenn wir jetzt hier noch irgendein x hätten, dann hätten wir halt auch eine Verschiebung in die x-Richtung. Gut. Ich hoffe, dass das, wenn ich jetzt hier gleich rechne, klar wird. In den anderen Aufgaben ist es halt wirklich wesentlich einfacher, weil da können wir halt wirklich ganz locker nach y einfach auflösen. Hier müssen wir ebenfalls die PQ-Formel als Hilfe noch benutzen. Was jetzt auch nicht schwer ist. Also der erste Schritt ist immer, wir stellen die Gleichung, wir stellen die Gleichung konstant, also mit C drücke ich das hier aus. Also das ist immer das Erste, was wir hier bei diesen Aufgaben tun und probieren dann nach y aufzulösen. Wie sieht es jetzt folgendermaßen aus? Also wir haben dann dazu stehen x² plus y² minus 2y. Schauen wir uns mal den Standardfall halt an. Wie würde das die Linien halt aussehen, wenn wir es, also wir haben es hier mit einem Kreis zu tun, das habe ich schon gesagt, aber wie sieht das aus, wenn wir den Standardkreis halt hatten, damit wir halt dort Rückschlüsse halt ziehen können. Y² ist gleich c². Gut. Wenn wir jetzt nach y auflösen würden, dann hätten wir hier y ist gleich, naja, die Wurzel aus c² minus x². Ja. Wie sieht das Ganze halt her aus? Also c ist quasi unser Radius. Und wir müssen halt, wenn wir das halt zeichnen würden, dann hätten wir, ich hoffe, ich kriege das mit der Skizze halt hier so einigermaßen hin, damit man das sehen kann. Dann hätten wir Kreise, quasi wenn wir halt hier c gleich 1 hätten. Jens Kinder. Wenn wir hier c gleich 1 hätten, dann hätten wir hier so einen Kreis. Kann sich das halt wie so ein Berg vorstellen, den wir da von oben sehen. Das ist jetzt natürlich hier nicht vollkommen ganz. Und wir haben natürlich den Mittelpunkt bei m1. Das wäre beim Standardkreis und der Radius wäre hier bei c1. Gut, naja, wenn c nicht gleich 1 ist, sondern größer, dann liegt der hier natürlich auch draußen rum. Das ist wie so eine Kartografierung und man hat hier eine Draufsicht. Das sind halt die Niveaulinien. Gut, wir wissen aber, wir haben keinen Standardkreis, sondern wir haben ja minus 2y. Da haben wir das natürlich ein bisschen schwerer mit dem ganzen Auflösen. Und wir setzen auch diesen Part setzen halt auch diesen Part konstant. Jetzt
stellen wir halt auf, bringen wir halt x Quadrat auf einer Seite und y Quadrat auf einer Seite. Dann haben wir hier x Quadrat ist gleich, dann haben wir minus y Quadrat minus plus 2y und natürlich hier plus c. Gut. Ja, wir wollen aber y hier irgendwie auflösen. Das geht halt in der Form nicht. Da müssten wir halt mal minus 1 rechnen, damit wir hier quadratische Gleichungen lösen können. Also haben wir hier minus x Quadrat. Das interessiert uns eigentlich auch ziemlich wenig, dieses x. Aber jetzt haben wir hier y Quadrat plus, naja, da haben wir denn die, nein, haben wir minus. Minus 2y. Minus 2y plus und minus c. Jetzt können wir das Ganze auflösen nach quadratischen, also mit Hilfe von der Lösung von quadratischen Gleichungen, also die PQ-Formel, die ging nochmal so, minus p halbe plus minus die Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q. Und ja, da hätten wir dann y1 und y2 ist gleich, na, diese minus 2 durch minus 2, na, da haben wir dann plus 1 plus minus die Wurzel aus minus 1 zum Quadrat, naja, das ist 1, und plus c, also haben wir hier 1 plus c. Und hier hätten wir, es ist halt hier x1, x2. Entscheidend ist jetzt, was halt hier wirklich wichtig ist, das hier ist unser Radius des Kreises und das hier, weil wir ja nach y aufgelöst haben, sagt uns aus, nee, das ist unser Radius, genau, Entschuldigung, Radius, und das hier vorne sagt uns aus, um wie viel verschoben das ganze Ding ist. Also haben wir einen Mittelpunkt beim x, da haben wir ja nichts weiter dazu, also ist der Mittelpunkt gleich 0 für den x-Wert, also hier steht der x, und durch dieses plus 1 dort vorne haben wir eine Verschiebung des Mittelpunkts 1 in y-Richtung. Und ja, wie gesagt, unser Radius ist 1 plus c. Gut, okay, falls ihr dazu jetzt noch irgendwelche Fragen haben solltet, könnt ihr das gerne tun. Ansonsten wäre es das dazu. Ja, im Grunde nicht unbedingt schwer.